Ich ging zusammen mit Yoroko in das Zimmer von Nike. Okay, aber er ist nicht hier, oder? Habe ich das gerade falsch gesehen? Oh, Sora und Yoroko, ihr seid hier. Ihr seid spät. Ihr wart also alle schon hier. Iroha, ich schätze mal, dir geht es ganz gut. Bist du sicher, dass du nicht dich etwas erholen musst? Hä? Oh, ja. Ich hatte etwas Bauchschmerzen, aber es wurde besser, nachdem ich ins Badezimmer gegangen bin. Bauchschmerzen? Ich dachte, das ist Kopfschmerzen. Was? Oh, nun, ich hatte erstmal etwas Kopfschmerzen und dann, nun, Bauchschmerzen, aber jetzt ist beides weg. Nun, mal ganz davon ab, wo ist Niki? Niki hat gesagt, dass er nochmal eben schnell zum Badezimmer gehen müsste. Er ist gerade erst gegangen, also schätze ich mal, dass ihr ihn gerade verpasst habt. Ich verstehe. Oh, und übrigens, was für ein dreckiges Zimmer. Hä? Yuki, was machst du da mit deinem Handbook? Oh, weißt du, ich habe mich gefragt, diese Codes, die wir vorhin im Tower gesehen haben. Ich muss nur überprüfen, ob. Ah, verdammt! Ich schätze mal, es funktioniert nicht. Was hast du ausprobiert? Stand in irgendeinem Buch, das ihr bekommen habt, irgendetwas geschrieben? Ich habe Shinji und Iroha gefragt, und es scheint, als hätten wir alle etwas Ähnliches gesehen. Nun, für mich waren es einfach einige englische Buchstaben und Zahlen. Oh, wirklich? Mein Buch war ebenfalls so. Nun, das ist Yukis Idee, aber vielleicht sind das die Reset-Codes, nach denen wir suchen. Reset-Code? Oh, warte! Ja, in dem Buch standen 5 Zeilen a 5 Buchstaben drin. Also, wenn man das in sein Handbook schreiben möchte, ist es genauso. Das bedeutet. Monocrow hat gesagt, dass wir unser Glück versuchen sollten, richtig? Dass dort vielleicht, wertvolle Informationen sein könnten. Nachdem wir uns aufgeteilt haben, hatte ich mich gefragt, was dieser Code bedeuten könnte, und dann hatte ich mich an die Reset-Codes erinnert. Erinnert ihr euch beiden vielleicht an eure Codes? Nein, leider nicht. Wenn ich gewusst hätte, dass das vielleicht ein Hinweis sein könnte für die Reset-Codes, dann hätte ich mir das natürlich gemerkt. Ja, habe ich doch gesagt, Mann. Aber da musst du doch ziemlich schlau für sein, so 5 Codes hintereinander oder so, und sich all diese Buchstaben zu merken. Es waren immer 5 Buchstaben, ne? Also 25 Buchstaben. Sich diese Reihenfolge zu merken. Außer du gibst es halt direkt sofort ein, wenn du da stehst, weil du musst das Buch ja sofort wieder zurückpacken irgendwie. Setzt du quasi ja diese Kamera als Auge, ne? Sie hätte sich das merken können, aber der Rest von uns, glaube ich jetzt eher nicht so. Und anscheinend ist es auch noch Zufall, ob man überhaupt das richtige Buch findet oder nicht, weil er meinte ja, dass man dafür Glück braucht. Aber auf jeden Fall, das kam mir gar nicht in den Kopf, als ich mir das durchgelesen habe. Yuki, wir sollten es erstmal dabei belassen. Wir können nicht wirklich etwas dagegen tun, wenn wir uns nicht daran erinnern können. Und wir wissen auch gar nicht, was passieren würde, wenn wir diese Codes eingeben und es schaffen. Was ist, wenn es etwas Gefährliches ist? Ich schätze mal, du hast recht, aber. Aber was ist, wenn Yuki recht hat und wir in diesem Turm nach den Reset-Codes suchen? Wir haben immer noch eine Chance. Monocrow hat gesagt, dass wir uns dort jeden Tag ein Buch raussuchen können, richtig? Du hast recht. Wir haben morgen erneut eine Chance. Das ist wahrscheinlich das Motiv für diesen Fall, oder? Also für dieses Kapitel. Ich glaube, dass diese Reset-Codes irgendwie dafür sorgen, dass vielleicht irgendwie diese Person alle Erinnerungen zurückbekommt, weil Sora ist ja, glaube ich jetzt mal, nicht die einzige Person hier, deren Erinnerungen manipuliert wurden. Ich hatte ja schon mal die Theorie, dass die Erinnerungen von allen manipuliert wurden. Ich meine, das sehen wir natürlich auch bei Teruya und Yuki und so, ne? Jetzt, wo wir wissen, dass es wahrscheinlich die Reset-Codes sind, sollte ich wahrscheinlich etwas mitnehmen, um es aufzuschreiben. Aber wir sollten vorsichtig sein. Wir wissen immerhin nicht, was passieren wird. Was ist los, Iroha? Warum würde Monocrow versuchen, uns etwas über diese Reset-Codes beizubringen? Bringt es den Voids etwas? Ich habe keine Ahnung. Nun, normalerweise haben wir nicht wirklich eine Ahnung, aber jetzt haben wir jemanden, den wir fragen können. Und wann zum Teufel kommt er überhaupt? Muss er groß oder was? Ach, da ist er. Okay. Ah, das war gut. Oh, Sora und Yoroko, hier seid ihr. Ja, wenn man vom Teufel spricht, ha? Hast du schön gekackt? Sora, was ist das Ja, darauf kannst du wetten. Der beste, den ich jemals hatte. Moment, warum fragst du mich das? Leute, setzt euch einfach hin. Was für ein Spiel, hey.
Iroha, Yuki, Yoroku, Shinji und Sora. Gut, alle, die ich wollte, sind hier. Endlich kannst du uns die wichtigen Sachen sagen. Wir haben eine Menge Fragen, weißt du? Ja, ich verstehe, wie du dich fühlst. Aber zuerst einmal möchte ich euch etwas sagen. Können wir also mit den Fragen noch bis danach warten? Du musst uns etwas sagen? Nun, zuerst einmal möchte ich mich dafür entschuldigen, dass es so lange gedauert hat. Ich habe vielleicht dafür gesorgt, dass ihr etwas in Panik verfallen seid, weil es so lange gedauert hat. Aber ich hatte nicht wirklich Zeit übrig. Etwas Unglaubliches ist geschehen. Etwas Unglaubliches? Nun, ihr wisst doch, wie ich die ganze Zeit nach Mikado gesucht habe, seitdem wir hier angekommen sind, oder? Nun, das ist, weil diese Situation momentan für uns Voids null Sinn ergibt. Was meinst du damit, dass es keinen Sinn ergibt? Das hier ist nicht die vierte Insel. Was? Nun, um genau zu sein, die vierte Insel war zuvor nicht so. Die Insel, die ich kannte, nun, die Insel aus unseren Plänen, sie war nicht so. Also, willst du damit sagen, dass wir auf der falschen Insel angekommen sind? Nein, die Position an sich ist korrekt, aber auf der Insel gab es ursprünglich keinen Schnee oder diesen Turm. Die Stadt in der Mitte war deutlich größer und es sollte noch eine Brücke geben, die uns zu der nächsten Insel führt. Also gibt es einige Dinge, die fehlen. Also was ist damit los? Ist der Plan ruiniert worden oder hat Mikado euch Voids reingelegt? Das ist es wahrscheinlich nicht. Mikado scheint ebenfalls ziemlich in Panik zu sein. Ich schätze mal, er hat etwas darüber gesagt, dass es keine Hoffnung mehr für ihn geben würde. Deswegen hast du also die ganze Zeit nach Mikado gesucht. Moment, ist das nicht seltsam? Mikado sollte derjenige gewesen sein, der sich den Plan ausgedacht hat. Und selbst er weiß nicht darüber Bescheid? Nun, ich habe Mikado gefragt und es kann nur eine Antwort geben. Irgendjemand von der Außenseite hat eingegriffen. Irgendjemand von der Außenseite? Wer und von wo? Irgendjemand aus der echten Welt. Was? Was meinst du damit? Die echte Welt? Was ist dann dieser Ort, wo wir jetzt gerade leben? Nein, dieser Ort, wo wir uns hier gerade befinden, ist nicht die Realität. Es ist nur ein virtueller Ort, der so konstruiert wurde. Wie in Danganronpa 2. Das, ist irgendwie überraschend, aber gleichzeitig auch irgendwie gar nicht, oder? Als Niki diese Worte sagte, hatte niemand darauf eine Antwort. Natürlich hatten wir keine Antwort darauf. Es war etwas, das so lächerlich war, dass wir gar nicht wussten, wie wir darauf reagieren sollten. Er hat einfach die Realität definiert, in der wir uns gerade befinden. Wow, habt ihr mich nicht gehört? Das hier ist eine virtuelle Welt, habe ich gesagt. Niki! Was? Nichts, es ist gar nichts. Moment, du willst mir also sagen, dass das Zimmer, in dem wir uns hier gerade befinden, nicht die Realität ist? Das ist Nonsens. Egal, wie man das Ganze betrachtet, das hier ist die echte Welt. Nun, ich weiß, dass es schwer ist, das zu akzeptieren, aber es ist die Wahrheit. Euch wurden die Erinnerungen genommen, von bevor ihr diesen Ort betreten habt. Deswegen habt ihr es nie bemerkt. Wir haben unsere Erinnerungen verloren. Du willst damit sagen, dass nicht nur ich, sondern alle hier ihre Erinnerungen verloren haben? Nun, um ehrlich zu sein, ich weiß nicht genau, warum du gar keine Erinnerungen hast. Aber denk mal über die anderen nach. Wie wir schon am ersten Tag gesagt haben, niemand von uns wusste so genau, wie wir hergekommen sind. Natürlich wusste es niemand. Wir Voids haben all eure Erinnerungen gelöscht, als wir euch in diese virtuelle Welt geschickt haben. Das kann nicht sein. Okay, Erinnerungen zu löschen, das kann ich verstehen, aber eine virtuelle Realität? Komm schon, wirklich? Wie kann man einfach so eine Realität kreieren? Die besten VR- und AR-Games, die ich gesehen habe, sahen bei weitem nicht so fortschrittlich aus wie das hier. Nun, ich möchte dich nicht unterbrechen, aber... Was? Was meinst du damit, virtuelle Realität? Und was ist nur mit VR und AR? Ich verstehe das hier gar nicht. Ey, bald kommt hier so ein Gaunter-Moment, ey. Viertes Kapitel. Bro, hast du hinter dem Mond gelebt? Lies die Nachrichten oder so. Nun, VR steht für virtuelle Realität. Und es bedeutet, dass man einen virtuellen Raum erschafft, der die Realität imitiert. Aber die Technologie ist immer noch weit davon entfernt, dass wir das als eine echte Realität anerkennen würden.
Unsere Sinne fühlen sich zu echt an für eine virtuelle Realität. AR steht für Augmented Reality. Es bedeutet so ziemlich, dass man virtuelle Informationen in die Realität einbringt. Oh, das hier ist also AR. Das hier ist ein riesiges Set und eine Menge AR-Maschinen faken die Umgebung um uns herum. Nein, das hier ist nicht einfach nur normales VR oder AR. Es ist Typ BCI, virtuelle Echtzeitwelt oder so. Das kann nicht sein. Selbst die fortschrittlichste Technik hat kaum ein solches Interface. Und du willst sagen, dass das hier BCI ist? Woher zum Teufel weiß Yoroku, was ein BCI ist? Ich habe keinen Plan, was BCI ist. BCI, was ist das? Brain Computer Interface, ein Gehirn Computer Interface. Mit anderen Worten, euer Gehirn verbindet sich direkt mit einem Computer zu der virtuellen Welt. Während euer Gehirn Informationen von dem Computer bekommt, würde sich die virtuelle Realität wirklich wie eine echte anfühlen. Also ist es wie das Nerf Gear von Spear Art Online. Ich habe das überhaupt nicht verstanden, aber wir sind momentan also in einem Computer, ja? Moment, es mag vielleicht theoretisch möglich sein, aber die Technologie dafür sollte noch viele Jahrzehnte entfernt sein. Und du erwartest, dass wir glauben, dass eine solch großartige Technologie genutzt wurde, um uns zu entführen? Nun, ich befürchte, ich kann solche technologischen Fragen nicht beantworten. Mikado hat fast alles selbst geplant. Ich kenne nur die grundlegenden Informationen. Alles, was ich euch sagen kann, ist, dass Utsuroshima nirgendwo in der echten Welt existiert. Wir hatten ja auch schon auf der ersten Insel gesagt, ne, dass sich das nicht so ganz echt anfühlte, sondern wie eine künstliche Insel, hatte ja Kokoro damals gesagt. Sie existiert nur in diesem künstlichen Raum. Selbst ich kann das nur schwer glauben und ich habe sowieso schon Amnesie. Wirklich? Glaubst du, dass wir diesen Nonsens glauben? Du lügst uns an, oder? Warum würde ich euch anlügen, wenn ich doch bereits Void hintergangen habe? Yoroku, warte. Er mag uns vielleicht sogar die Wahrheit sagen. Was? Und ich dachte die ganze Zeit, dass du der Normalste hier wärst. Denk einfach mal darüber nach. Alle Dinge, die bisher geschehen sind. Dass Mikado rumgeflogen ist und Magie genutzt hat. Dass Menschen einfach so verbrannt sind, ohne eine Leiche zu hinterlassen. Und diese seltsame, redende Kreatur namens Monocrow. Der Tatort wurde jedes Mal komplett gereinigt, als ob gar nichts passiert wäre. Vor der vierten Insel hat das Wetter uns nicht mal beeinflusst. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, es fühlte sich niemals heiß oder kalt an. Das ist das erste Mal, dass ich überhaupt das Wetter bemerke. Wir hätten einfach angenommen, dass das Wetter ganz schön wäre. Aber wenn das hier wirklich eine virtuelle Welt ist, dann hätte das Wetter sowieso keine Bedeutung für uns. Aber hat nicht Sora gesagt, dass wir die Kälte gespürt haben? Wir haben doch sogar so eine Rüstung aus Hot irgendwas gemacht. Hotpacks oder so. Und Kokoro ist ja sogar eingefroren. Das erinnert mich daran. Kokoro hat uns am ersten Tag etwas gesagt. Ja, seht ihr, ich erinnere mich auch noch daran. In Japan kann das nicht möglich sein, aber es könnte eine künstliche Insel sein. Oder? Ja, sie sagt, dass es eine hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass es eine künstliche Insel ist. Eine tropische Insel, wo es sich weder warm noch kalt anfühlt. Sogar Emma war natürlich ziemlich warm angezogen, aber ihr war nie heiß. Es ist genauso, wie Kokoro es gesagt hat. Kokoro, wie viel wusstest du wirklich? Und nicht nur das, aber seitdem das Schiff hier gecrashed ist, ist es hier drin immer noch ziemlich gut. Der Gerichtssaal, der sich bewegt, die fortgeschrittenen Maschinen für die Hinrichtungen. Wenn alles, was wir gesehen haben, nur Teil einer virtuellen Realität ist, dann würde das meiste davon erklären. Okay, ich glaube dir. Es ist ja nicht so, als ob es wirklich einen Unterschied machen würde, wenn ich dir nicht glauben würde. Nun, wenn ihr mir die ganze Zeit misstrauen wollt, dann gibt es ein Limit, was ich euch sagen kann. Wir haben nicht mehr viel Zeit übrig, also könntet ihr mir vielleicht einfach zuhören, anstatt jedes Detail zu hinterfragen? Er hat recht, wir müssen ihm einfach vertrauen, selbst wenn er uns tatsächlich anlügt. Ich hab's euch schon gesagt, ich lüge euch nicht an! Nun, auf jeden Fall, kommen wir mal zurück zum Thema. Niki, du hast gesagt, dass der Grund, warum die vierte Insel seltsam war, ist, weil hier jemand eingegriffen hat.
Von der Außenwelt aus. Also, mit der Außenwelt meinst du die echte Welt, ja? Wenn der Kram mit der virtuellen Welt stimmt, dann bedeutet das, dass wir momentan mit Computern verbunden sind in der echten Welt. Und irgendjemand in der echten Welt interveniert hat und etwas Seltsames, Unerwartetes in diesem Programm erschaffen hat. Ist es das, was du sagen willst? Exakt. Aber wer? Wenn es irgendjemand aus der echten Welt ist, dann ist es zumindest niemand von uns. Es ist wahrscheinlich diese Person. Rei Mikaru. Rei? Moment, wo haben wir nochmal diesen Namen gehört? Auf der allerersten Insel, ganz am Anfang im Prolog. Oh, sie ist es! Diese Lady mit den orangen Haaren, die wir am ersten Tag gesehen haben, zusammen mit Teruya. Die eigentlich verbrannt ist. Aber warte, ist sie nicht... Sie ist doch gestorben! Sie wurde von Mikado verbrannt! Nun, um das zu erklären, hätte ich hier erstmal einige gute Nachrichten für euch. Will er damit sagen... Will er damit ernsthaft sagen, dass... Das hier ist eine virtuelle Welt. Also selbst wenn man hier stirbt, stirbt man nicht in echt. Wirklich? Also alle, die gestorben sind... Ja, sie sind alle noch am Leben. Das war wahrscheinlich das Hoffnungsvollste, was wir je gehört haben. Ein Lichtstrahl in all dieser Verzweiflung. Ich konnte meine Freude kaum in mir halten. Ah, ich bezweifle das irgendwie, dass das alles hier so... Nee, ich weiß nicht, Niki. Dass unsere Freunde, die geopfert wurden, nicht wirklich tot waren. Das stimmt. Sie sind alle noch am Leben. Wirklich? Sie sind alle noch am Leben? Du lügst uns nicht an, ja? Hör schon auf, mich so sehr zu verdächtigen. Warum würde ich jemals lügen? Dass Rei am Leben ist, ist der lebende Beweis dafür. Wie Iroha da auch gerade nichts gesagt hat und so schau... Ich glaub das nicht. Vielleicht lügt Niki uns hier die ganze Zeit nur an. Vielleicht stimmt das auch mit der virtuellen Welt nicht, aber das wird schon einiges erklären, oder? Nee, das ist einfach zu positiv. Ich kann es nicht glauben. Sie leben alle noch. Hajime, Kokoro und Setsuka. Ja, Yahoo! Nun, es gibt da eine Person, die wir viel lieber tot sehen würden. Aber trotzdem ist es eine großartige Nachricht. Moment, aber warum haben sich dann Emma und Hajime so verhalten? Wenn sie in Void waren, dann hätten sie das wissen müssen. Aber es schien, als ob sie ernsthaft Angst hatten vor dem Tod. Und nur vor ein paar Tagen hast du über Setsukas Testament geredet. Wenn sie nicht wirklich tot sind, was war dann damit? Nun, es ist nicht alles wirklich so gut. Euer Leben ist sicher, aber es gibt einige Nebeneffekte. Wenn man hier stirbt, dann werden die Erinnerungen an diesen Ort komplett gelöscht. Ja, das ist ja nicht unbedingt was Schlechtes, oder? Also, selbst wenn Hajime aufgewacht ist, wird er sich nicht an die Zeit erinnern, die er mit mir verbracht hat. Es ist, wie Yoroko es gesagt hat. Diese Welt ist wie eine Welt in einem Computerprogramm. Es ist wie wenn man auf einmal von einem Server geschmissen wird, während man ein Online-Spiel spielt. Ich schätze mal, das könnte dem Computer schaden. Ja, und genauso könnte auch euer Gehirn Schaden nehmen. Wer weiß, was eine solche Technik mit eurem Gehirn macht. Und weil all eure Sinne mit dem Computer verbunden sind, spüren wir den Schmerz des Todes in der echten Welt. Deswegen hatten Hajime und Emma wahrscheinlich Angst. Aber das bedeutet nicht, dass sie davon sterben werden, richtig? Ja, sie werden etwas Behandlung benötigen, sobald wir hier raus sind. Aber wir werden wahrscheinlich die Chance haben, sie später nochmal zu treffen. Ich freue mich so sehr. Sie sind okay, sie sind am Leben. Komm schon, Yoroko, reiß dich zusammen. Nikis Geschichte ist noch nicht vorüber. Ach Mann, ich vertraue dem nicht so. Wisst ihr, was das jetzt nämlich bedeutet? Dass ein Mord nicht mehr so viel bedeutet. Weil jetzt denkt jeder, weil Niki das gesagt hat, dass selbst wenn man stirbt, das jetzt nicht so schlimm ist. Das kann natürlich jetzt heißen, dass jeder mit Leichtigkeit einen Mord begeht, weil jeder denkt, okay, ist ja alles okay. Ich vertraue Niki nicht. Die Geschichte ist einfach zu gut irgendwie. Nee, nee,